schlimmsten Zweckreime im Deutschrap. Ich bin gespannt. Ich bin noch mehr gespannt. Let's go. Doch zunächst erstmal. Was ist ein Zweckreim? Ein Zweckreim wird im Text nur platziert, damit der Reim funktioniert. Er gibt inhaltlich aber nicht wirklich Sinn oder klingt merkwürdig, was die Wortwahl angeht. Das Ganze wird also gezweckt. Du hast. Hier ein paar Beispiele aus den schlechtesten Deutschrap-Lines. Manche Typen kommen schwul aus dem Knast, doch wenn ich rappe, ist plötzlich die Kuh auf dem Dach. Leute mieten sich für Stunden ein... Kuh auf dem Dach, verstehst ja, du? Das... Also ich kenne dieses Sprichwort auf jeden Fall nicht, wenn man das so sagt, aber noch nie gehört. Komisch auf jeden Fall. Denn der erst guter Junge halt geht los. Sollte für Russell Salmer stehen, 428 auf Französisch. Waren zu jung, aber es machte uns beide so hart fröhlich. So. Merro! Digga, warum bringt der eigentlich mal wieder einen Song? Der hat schon lange nichts mehr gedroppt, ne? Der hat doch andere Probleme. Bruder geht's aber auch richtig gut, Digga, muss man sagen. Ja. Man muss keine Songs droppen. Genau. Da wir das nun geklärt haben, auf geht's. Let's go. Ich bin Rap Aristoteles, fly wie ein Vogelnest. An die Spitze außen. Mein Weg nach oben und du holst dir einen auf Omas runter. Digga, perfekt. Mach dann ein neuer Song, ey. Remix, so, ne, Kai? You serious? In meinem Herzen herrschen Minusgrade. Darum baue ich mir mein Iglo jetzt in Zitrusfarbe. Okay, Zitrusfarbe. Und heute gibt es bei euch Lachsfilet. Ich bekomme das Kotzen, wenn ich deine Akne sehe. Lachsfilet? Ich höre keine Mensch, die unterdrückt er. Wie meint er? Kein Papa. Ach so. Stern Life, Industrie- und Handelskammer. Das ist der Grund, warum sie nur meinen Schwanz umklammern. Das Handwerk. Nenn mich Face, weil ich dir radikal in Arsch trete. Asoziale Jagdszenen. So, jetzt fehlt nur... Der Rap-Wege eigentlich noch? Ja, ich glaube schon. Ich kenne, wer hat immer richtige Diss? Oh, Farid Bang, glaube ich. Nein, wer hat die lange gesagt? Du bist nur ein Fettsack wie Vega oder so. Das ist Farid Bang, glaube ich. Ich weiß nicht. Noch der dritte Reim. Kann gut sein. Am besten einer, der an die Brutalität der ersten beiden Reime anknüpft. Avocado, Schafskäse. Ficke. Perfekt. Deine Freundin geht zur Misswahl ohne Grund und sie bekommt jetzt einen Pissstrahl in den Mund. No. No. Also von sowas halte ich mich gerne. Chindi, nein, chill doch mal, Kai. Wann hat Chindi sowas gerappt? Wann hat Chindi mal jemand, einen anderen Rapper beleidigt? Oh, weiß nicht, ja, kann sein. Außerdings, außer? Du wirst in Berlin geschlachtet wie ein Farid Bang. Wie ging das nochmal? Du wirst in Berlin geschlachtet wie ein Rindvieh. Ja? Ja, damit war Farid Bang gemacht. Aber hat nicht Bushido gerappt? Nee, ja, warte, Chindi. Jetzt ist Polen offen, du hast an den Hoden stoppeln. Ich komme in Strumpfhosen, Robin Hood, G-Style. Du hast einen Schlumpf. Das ist Kai, sein Lieblingsrapper. Wer ist das? Oh mein Gott, wie geil. Oh mein Gott. Yeah. Man kann die Zeit nicht zurückdrehen, aber beim Scheißen gebückt stehen. Beim Scheißen gebückt stehen. Lass, Digga. Also bis jetzt muss ich sagen, diese Folge kam Echo Fresh am meisten. Ja, ja, wollte ich auch gerade sagen, Digga. Echo wurde echt auseinandergenommen, muss man sagen, an dieser Stelle. Digga, wir halten uns da hoch. Yeah, dran, Digga. Die Lines werden immer besser und besser und besser. Oh, man muss sagen, da waren viele alte Lines. Ja, ja. Das heißt, die Leute heutzutage sind besser kapper. Hoffentlich. Hoffentlich weniger Zweckreime, weil das ist so ein bisschen, ne? Macht naja. Quatsch sowieso. Oh.